Hallo, meine Lieben. Heute möchte ich über das Thema Bewusstsein reden. Und zwar finde ich, es gibt keine allgemein gültige Definition für Bewusstsein. Und Bewusstsein gibt es in so vielen Fachbereichen von Neurologie, Psychologie, Philosophie und so weiter und so weiter. Das, was ich heute meine, ist das mentale Bewusstsein. Also da einfach. Ja, das Wissen über irgendetwas zu haben, darum geht es mir, wirklich mit euch da heute drüber zu reden, in dem Wissen zu sein, zu wissen, mitzufühlen, mitzuempfinden, mit wahrzunehmen. So, und ich glaube, das geht uns einfach manchmal, ja, flöten hätte ich jetzt fast gesagt. Wir sind manchmal so in irgendwelchen aktuellen Themen verbunden und sehen einfach gar kein Licht mehr oder gar kein Türchen geht mehr auf. Und da finde ich, geht uns einfach manchmal das Bewusstsein verloren, weil das Bewusstsein sagt doch eigentlich, wo komme ich her, wo gehe ich hin und das hier, was ich hier gerade mache, das ist doch nur ein ganz kleiner Augenblick. Und das darf man doch irgendwie nicht aus den Augen verlieren. Und ich glaube, ja, ist einfach so meine Erfahrung. Da verlieren sich viele einfach in diesem Moment, dass man das gar nicht mehr so von dem Auge hat, so das ganz große Bild. Und das ganz große Bild ist, und das ist für mich Bewusstsein, dass wir alle ein kleines Stückchen vom lieben Gott sind und dass wir natürlich auch irgendwann wieder nach Hause gehen und dass das, was wir jetzt hier gerade machen, nur ein ganz kleiner Teil ist von dem, was insgesamt sein wird. Von daher, und wenn wir dann nur über so einen ganz kleinen Teil reden, dann ist das natürlich auch, finde ich, manchmal gar nicht die ganze Aufregung wert. Oder man darf natürlich auch nicht vergessen, dass sich die Seele, bevor sie denn geboren wird, auch meiner Meinung nach ihre Aufgaben überlegt, was sie denn für Erfahrungen machen möchte, wenn sie geboren wird. Und diese Erfahrungen haben immer irgendetwas mit Gefühlen zu tun. Also mit Erfahrungen, mit Gefühlen. Und meiner Meinung nach auch immer etwas mit Liebe, weil wir kommen ja auch alle vom lieben Gott. So, und ja, dass wir dann natürlich durch die Geburt, die vergleichbar ist wie der Schleier des Vergessens, damit werden wir irgendwie resettet und wir starten in unserem Leben und haben so völlig vergessen, was wir uns denn hier für Lebensaufgaben vorgenommen hatten, was denn unser Seelenplan hier einfach vorgibt. Und das ist ja auch gut, weil wir wollen ja in diese Erfahrungen gehen. Und wenn dann eben, ich sage jetzt mal, wir in schwierige Situationen kommen, dann doch deshalb, weil wir uns gewünscht haben, das irgendwo zu erleben. So, und keine Aufgabe ist leicht, sage ich aus eigener Erfahrung. Und jeder hat unterschiedliche Aufgaben. Und es gibt niemanden, wirklich niemanden, bei dem das immer nur glatt läuft und immer nur rund und immer nur ist alles schön. Das wird ja dem eigentlichen Sinn völlig, ja, es wird am Sinn vorbeigehen, weil wir wollen uns doch weiterentwickeln. Ja, und wie gesagt, wir kommen manchmal in diese kritischen Phasen und da müsst ihr euch halt immer wieder sagen, tja, ich hätte mir das nicht vorgenommen, wenn ich nicht selber gedacht hätte, ich schaffe das und ich werde daran wachsen. Genauso ist es zu sehen. Und wenn wir nach Hause gehen, also sprich, wenn wir hier unser irdisches Leben beenden und so, ich male mir immer so ganz gerne dieses Bild, dass wir dann mal wieder beim Petrus an der Tür anklopfen und sagen, so, da bin ich wieder, dann schauen wir uns unser Leben an. Das, was wir ja vorhatten zu erleben mit, ja, und jetzt kommt so ein bisschen so ein betriebswirtschaftlicher, so ein Plan-Ist-Vergleich. Was hatten wir uns vorgenommen und was haben wir wirklich gemacht? Natürlich ohne irgendeine Art von, ja, von Bewertung oder von Kritik. Ich glaube, das ist so etwas,
überhaupt nicht geben wird, sondern wir schauen einfach nur, was haben wir hinbekommen, welche Erfahrungen haben wir gemacht. Und wir sehen bestimmte Erfahrungen nicht nur aus unserer Perspektive, sondern auch aus der anderen Seite. So, um dann natürlich auch im Review dann irgendwo nochmal weiterhin zu wachsen. Unsere Seele möchte wachsen. Und ich glaube, jetzt komme ich wieder zurück auf mein Wort, Bewusstsein. Das ist für mich Bewusstsein, wenn wir uns diese ganz lange, jetzt hätte ich fast gesagt, Schöpfergeschichte, ne? Wir sind ja auch Schöpfer unseres Lebens. Und wir sind alle eins, wenn wir uns das immer wieder vor Gemüte führen und auch in den schwierigen Situationen immer wieder sagen, Mensch, ich komme vom lieben Gott und ich bin immer beschützt und es wird alles gut und ich hätte mir das nicht vorgenommen, wenn ich nicht wüsste, dass ich es schaffe. Ich glaube, dann ist alles fein und alles gut. Und es macht die Sachen einfach ein bisschen leichter und erträglicher. Meine Lieben, ich hoffe, euch hat mein kleiner Exkurs ins Bewusstsein gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like gebt und natürlich immer mal gerne auch auf meiner Homepage www.petrastork.de nachschaut und gerne mir Fragen stellt oder auch Vorschläge macht, worüber ich auch noch mal ein kleines Filmchen, ein kleines Video drehen könnte. In dem Sinne, meine Lieben, ich freue mich immer von euch zu hören und bis bald.